Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist die internationale Sorge um die Rechte der Frauen in dem Land groß. Unter ihrer vorangegangenen Herrschaft von 1996 bis 2001 hatten die Islamisten Frauen vom öffentlichen Leben und von Bildung ausgeschlossen. In den vergangenen 20 Jahren hatten zunehmend Frauen studiert. Nach dem Willen der Taliban soll das künftig auch so bleiben. Allerdings mit starken Einschränkungen, wie der afghanische Bildungsminister bei einem Treffen mit Stammesältesten in Kabul mitteilte. Die Menschen in Afghanistan werden ihre höhere Bildung im Lichte der Scharia in Sicherheit fortsetzen, ohne in einer gemischten Umgebung von Männern und Frauen zu sein. Die Taliban wollen zudem einen, Zitat, vernünftigen islamischen Lehrplan in Übereinstimmung mit unseren islamischen nationalen und historischen Werten ausarbeiten. Dieser solle gleichzeitig auch wettbewerbsfähig mit anderen Ländern sein. An dem Treffen in Kabul nahmen keine Frauen teil.